Die Graz 99ers empfangen als klarer Favorit die Dornbirn Bulldogs. Während Doug Mason und Co. bereits einen Sieg auf dem Konto haben, warten die Dornbirner noch auf die ersten Punkte in dieser Saison. Und der Wille, das zu ändern, ist bei den Vorarlbergern von Beginn an zu erkennen. Die Scheibe kommt zu Yannick Fröwis und der trifft zur frühen Führung für die Gäste. Erster Scorerpunkt für Fröwis in dieser Saison. Die vierte Linie mit einem sehenswerten Vorstoß. Bounce im Tor der Grazer schon in Minute 3. Erstmals bezwungen. Die Grazer kalt erwischt und in Minute 11 dann auch noch in Schockstarre. Setzinger checkt Woger mit voller Wucht in den eigenen Goalie hinein. Und das hat Folgen für Ben Bounce, der mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausscheiden muss. Entscheidend in dieser Szene der rücksichtslose Check von Setzinger. Woger fliegt ungebremst in Bounce. Hoffentlich keine gravierende Verletzung beim britischen Teamgoalie. Die Neuverpflichtung aus Cardiff mit starken Schmerzen. Für Bounce kommt dann der 20-jährige Felix Nussbacher ins Spiel. Die 99ers schütteln in der Folge den Schock aus ihren Knochen, werden offensiv präsenter und belohnen sich in Person von Travis Oleksak. Bereits Saisontor Nummer 3 für den Kanadier. Die Scheibe läuft schnell über mehrere Stationen. Dominik Grafentin mit dem finalen Pass auf Oleksak. Hönnekel, der Ex-Grazer, hat das Nachsehen. Mit 1:1 geht's in die erste Pause zu Beginn des zweiten Abschnitts. Dann zunächst wieder die Vorarlberger mit leichten Vorteilen. Chancen gibt's auf beiden Seiten. Die Gäste sind es, denen erneut die Führung gelingt. Simeon Schwinger ist zum 2:1 erfolgreich. Auch Schwinger schreibt erstmals in dieser Saison an. Die Grazer lassen ihm in dieser Szene viel zu viel Platz. Und der wird dann genützt. Auch der ansonsten starke Nussbaumer hat gegen diesen Hammer das Nachsehen. Die Grazer also wieder gefordert. Sie agieren insgesamt aber zu kompliziert. Kurz vor der zweiten Pause dennoch die absolute Top-Chance auf den Ausgleich. Joel Broder probiert's, aber die 99ers können den Rebound nicht im Tor unterbringen. Hönnekel macht sich erfolgreich breit. Somit bleibt's vor Abschnitt 3 bei einer 2:1-Führung für die Bulldogs. In Minute 53 dann die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Dornbirner. Maciejczynski zieht ab und er trifft auch, aber Magnan rutscht zuvor in Nussbacher hinein. Er behindert damit den Goalie. Die Refs erkennen den Treffer zu Recht nicht an. Erst im Schlussdrittel zeigen die insgesamt enttäuschenden 99ers mehr Biss im Vorwärtsgang, aber auch in den hektischen Schlusssekunden gelingt ihnen der Ausgleich nicht mehr. Hönnekel darf sich am Ende nach einer starken Performance bejubeln lassen. Die Bulldogs beißen in Graz zu und gewinnen mit 2:1 im Bunker. We were talking before the game that we need that first goal. We haven't get it this year, so we have to always chase the other team, but now we got the first goal and it was a little bit easier to play this game. But overall, very good game, very good game. Everybody stayed in our game plan and that's the result. We haben in the letzten zwei Spielen viel zu weit gespielt in wichtiger Momenten, and Dornbirn had verdient gewonnen. Sie waren viel besser wie uns und das ist ganz logisch auch, dass Dornbirn gewonnen hat.